Hallöchen und willkommen zurück bei einer neuen Episode mit God of War. Und ich dachte mir schon, hey, nachdem wir hier das Stück vom Meißel gefunden haben, ist der Weg nach Jotunheim quasi so gut wie frei. Aber nö, ist er nicht. Wir brauchen nämlich noch eine Rune und die finden wir in Tyrs Gruft, wo wir gerade direkt vor dem Eingang stehen. Deswegen würde ich sagen, einfach mal aktivieren hier. Atreus. Komm. Du sprichst es schon, dann ist das Lesen nicht so schwer. Ich kann lesen, Junge. Nur nicht diese Sprache. Das lernst du schnell. Also, die Runen stehen für ganz viele verschiedene Dinge. Für Götter, für Tiere und... Halt! Manch... Oh, war das zu schnell? Tut mir leid. Nein, nein. Riechst du etwas? Ja, tue ich. Riecht nach... Regen? Alles habt ihr ruiniert. Ich hab den Scheißhammer verdient. Aber jetzt wird jeder glauben, dass ich ihn nur hab, weil Magni weg ist. Sie lachen mich aus. Aber wenn ich dich töte, wird niemand über mich lachen. Nein! Oh, bist du dumm? Hast du das von deinem Vater oder eher deiner Mutter? Ist sie dumm und hässlich? Sei still! Ja! Oh, ich meine oh, das stimmt. Aber dich werde ich kennenlernen. Gut sogar. Du wirst jetzt mein neuer Bruder. Aber zuerst töte ich noch deinen Vater! Ups, hab ihn kaputt gemacht. Okay, Modi will anscheinend noch einen Nachschlag haben. Das kann er gerne bekommen, wenn er will. Bleib weg! Wir sehen uns wieder! Bruder, der Junge! Atreus. Du musst ihn schnell zu Freya bringen. Nur sie kann helfen. Okay, also lassen wir die Gruft mal beiseite und wir müssen zu Freya. Keine Ahnung, was Atreus gemacht hat. Echt mal, kein Plan, was das war gerade. Ich weiß nur, dass uns Modi auf den Sack ging. Und wenn wir den jemals wiedersehen sollten, ich glaube, dann ist er genauso tot wie sein Bruder. Nimm das Boot. Zu Freya ist es nicht weit. Der sieht aber nicht mehr gesund aus. Überhaupt nicht mehr gesund. So, Freya sollte... Okay, vielleicht falscher Weg. Ich dachte gerade... Ach nein, das ist die richtige Höhle. Ich dachte gerade, das war die Höhle da hinten. Oder ist die überhaupt eine Höhle? Ich weiß es nicht. Naja. Mal wieder in der Hexenhöhle. Odins Auge ruht auf dir, vor allem seit du angefangen hast, seine Sippe auszuwischen. Freyas Wald ist ein blinder Fleck. Das ist unser schlauester Zug. Und wenn ihn jemand heilen kann, dann ist sie es. Was geschieht mit ihm? Ich habe bei Sterblichen gesehen, dass sich ein seelischer Konflikt mit einer Krankheit des Körpers manifestiert. Nie bei einem Gott, aber ein Gott, der denkt, er sei sterblich. Das muss wesentlich schlimmer sein. Wir sind fast da. Naja, fast ist immer relativ.
Okay, dann schnell in den Fahrstuhl. Und hoch zu Freya. Kann sich der nicht schneller bewegen? War der nicht immer schneller, dieser verdammte Fahrstuhl? Das kommt mir jetzt so verdammt langsam vor. Endlich sind wir da. Hat auch lange genug gedauert. Das Fieber wird schlimmer. Er zittert. Es ist ernst. Wir müssen uns beeilen. Ja, wie wär's, wenn du ein bisschen einen Laufschritt hinlegst, Kratos, anstatt hier gemütlich durch die Gegend zu wandern? Freya! Öffne die Tür! Du musst uns helfen! Weib, hörst du mich? Es ist dringend! Ich bin eine Göttin, verschwinde! Der Junge ist sehr krank! Freya! Er ist krank. Komm rein. Das ist keine gewöhnliche Krankheit. Sein wahres Wesen, dein wahres Wesen kämpft in ihm. Ich bin daran schuld. Hilfst du mir? Natürlich. Bring mir eine sehr seltene Zauberzutat aus Helheim, der Wächter der Brücke der Verdammten. Ich brauche sein Herz. Hel. Das Reich der Toten, kennst du es? Nicht dieses. Es ist ein Land von grausamer Kälte. Kein Feuer brennt dort und keine Magie aller neuen Welten könnte eins entzünden. Und die Toten? Deine Frostaxt ist machtlos. Du musst was anderes finden. Dann muss ich nach Hause. Zu etwas, das ich mit Schwur begraben hatte. Wer du zuvor warst, ist egal. Der Junge lebt im Jetzt. Er ist dein Sohn. Und er braucht seinen Vater. Diese Rune öffnet die Brücke nach Helheim. Wenn du dort bist, darfst du die Brücke der Verdammten auf keinen Fall überqueren. Es gibt keinen Weg zurück. Verstanden? Hm. Junge. Heimir, beeil dich. Durch meinen Garten führt ein Pfad zu meinem Boot. Nimm es. Kehre heim, bleib stark, tu alles, was nötig ist. Nur bring mir das Herz des Brückenwächters. Um deinen Sohn zu retten. Jetzt. Freya. Beim letzten Gespräch war ich... Nein. Du hast recht, einem Gott zu misstrauen. Du brauchst nichts zu sagen. Nicht zu mir, nicht deswegen. Ich gebe auf ihn Acht. Der Schwur einer Mutter. Also dann, auf nach Helheim. Aber dafür brauchen wir anscheinend eine neue Waffe. Ausgerechnet Helheim. Und ich kann mir schon vorstellen, dass unsere Frostaxt nicht funktionieren wird. Welche Waffe das sein wird. Nämlich genau diejenige, die wir aus dem vorigen God of Wars kennen. Die motherfucking Chaosklinge. Thank you.
Das ist aber gerade eine verdammt lange Bootfahrt. Oh, fuck. Athene. Aber wir sind fast da. Das sieht mir doch sehr stark nach einer Anlegestelle aus. Mal schon, fahr rechts ran, fahr rechts ran. Okay, wir fahren daran vorbei. Meh. Hey, da oben, warum beobachtest du mich? Ich kann aber momentan auch, außer mich umzugucken, überhaupt nichts machen. Okay, das sieht mir jetzt aber sehr stark nach Sackgasse aus, also müssen wir hier wohl aussteigen. Und wo zur Hölle ist Athene jetzt wieder hin? Die alte Bitch. Die immer wieder in den vorigen Teilen gesagt hat, oh, mach das noch und ich erlöse dich von deinen Grauen und deinen Albträumen und dann, oh ja, jetzt musst du aber noch das hier noch schnell machen und das noch und das noch und das noch. Bla bla bla, au! Bist du bescheuert? Kommt hier auf einmal alle her. So, komm her, du. Gegen euch Penner brauche ich meine Axt bestimmt nicht. Da reichen meine knallharten Fäuste. So, will noch wer was? Hä? 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 Ja, kommen natürlich noch mehr von den Fackern. Verpiss dich. Ja, habe ich bemerkt. So, der nächste bitte. Bam, bam. Und machen verdammten Abflug. Ach Gott, wo kommt ihr denn alle her auf einmal? Das ist doch der Wahnsinn. So, wollt ihr noch mehr? Ja, ja, das kannst du gerne mal probieren. Bam, hier, bitteschön. So, jetzt bist du allein, mein Kumpane. Und der letzte ist weg. Hoffe ich jetzt mal. Und wir sind wieder da, wo alles begonnen hat.
Du kannst dich nicht verstecken, Spartaner. Bringe so viel Abstand zwischen dich und die Wahrheit, wie du willst. Das ändert gar nichts. Gib vor, alles zu sein, was du nicht bist. Lehrer, Ehemann, Vater. Doch einer unumstößlichen Wahrheit wirst du niemals entkommen. Du änderst dich nicht. Du bleibst für alle Zeit ein Monster. Ich weiß. Aber ich bin nicht länger dein Monster. Ah, yeah, motherfucking Kling, Chaos Kling, bam! Ach, ist das schön. Ist das wunderschön. Gott, ich hab keine Chance. Ist das wunderschön. Es ist so ein verdammt befriedigendes Gefühl. Au, hau mir nicht ein Kreuz, ey. Während mir hier gerade voll einer abgeht. Ja, ja. Ist ja geil, was die Chaos Kling im Gegensatz zu der Axt, was für eine Reichweite die haben. Oh, ist das schön. Gott, bitte sag mir, dass ich die Waffe für das restliche Spiel behalten darf. Ja, ja, schon gemerkt. Hey, unterbrich mich nicht. Gott, die Teile hauen rein. Warum hat Kratos die jemals abgelegt, ey? Da hätte er schon längst alles weggeschnitzelt hier. So. Hallo, meine alten Freunde. Oh ja. In deinem eigenen Vorgang. Nimm die Abkürzung zum Weltenreisetempel und dann auf nach Helheim, ja? Was? Wie? Wo? Weltenkammer irgendwo? Er hat doch gerade gesagt, irgendwo ist eine Abkürzung. Ach, hier, hier. Okay, na dann. Zurück zum Weltenbaum. Und dann nach Helheim. Auf in die Hölle. Ha, wäre nicht das erste Mal für Kratos. Ich bin ziemlich sicher, dass du da hinten nicht mit mir gesprochen hast. Gibt okay, kann ich eigentlich wechseln? Ja, ich kann sogar wechseln. Sei versichert, im Wahren von Geheimnissen bin ich unschlagbar. Okay, wie rüste ich jetzt wieder? Ah, hier sind sie. Okay. Und fürs Protokoll, ich habe mir schon gedacht, dass du Grieche bist. Ich habe mich gerade nur gefragt, wie ich wieder die Klingen ausrüste. Was laberst du mit mir? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Sorry. So, wo ist die Tür? Ich brauche eine Tür. Es kommt aber keine. Also laufen wir einfach mal ein paar Runden im Kreis. Yay! Ach, da ist sie. Heißt, Ladezeit ist abgeschlossen. Was? Hey, du stinkst nach fremder Magie. Beim Schoß der Freya, was ist das denn? Ein außergewöhnlicher Anblick. Ist das ein Familienerbstück? Nein. Wird es auch nie werden. Sohn, mein Bruder und ich schmiedeten Mjölnir für diesen Idioten. Ich erkenne Qualität. Und die zwei sind was Besonderes. Sag, wo ist denn der Kleine? Es geht ihm schlecht. Nein. Warum denn? Die Asen? Nein. Ich bin schuld.
und ich muss es wieder in Ordnung bringen. Manchmal kommen wir nicht um die Verantwortung herum. Sag, wie kann ich ihm helfen? Ich kann viele Dinge. Willst du, dass ich mit dir gehe? Nein. Deine Arbeit hier ist genug. Na gut. Und wohin bist du so eilig auf dem Weg? Ins Reich der Toten. Helheim! Verdammt, so ernst ist es. Ich werde dich im Auge behalten. Oh, die Chaosklingen kann man auch verbessern, okay? Kinder sind zäh. Das heißt also tatsächlich, dass ich die länger behalten werde. Oh, ich brauche eine Chaosflamme. Ach, und ich hätte gedacht, das kann ich jetzt schon machen. Ja, scheiße. Na gut, dann leider nicht. Dann mach's gut, Brock. Ich muss auf in die Hölle. Okay. Hallo, Weltbaum. Lange nicht mehr gesehen. Jetzt, da Freya dir die Weltenrune nach Helheim gegeben hat, müsste es auf dem Tisch wählbar sein. Ja, das hoffe ich doch mal. Okay, Vanaheim will ich nicht. Muspelheim auch nicht. Niflheim auch nicht. Asgard, nee. Auch nicht. Wo ist denn? Da ist Helheim. Na dann, los! Das sieht doch gut aus. So, wo bleibt die Brücke? Da kommt sie ja schon. Hui, was ist denn jetzt los? Zum Brückenwächter gelangen. Ey, wieso geht das jetzt wieder weg? What? Hä? Ach nö, okay. Alles cool. Okay, und hier komme ich durch. Tatsache. So, damit sind wir in der Hölle. Ja, schön. Ich halte dir den Rücken frei. Und du bist natürlich auch noch da. Ja, was denn sonst? Okay. Lass mich diesen Moment nutzen, um dir zu sagen, dass das, was du vorhast, absolut irre ist. Nicht mal Odin kann diese Kälte überleben. Ich hoffe, die Klingen funktionieren. Tja, müssen sie wohl. Bereich entdeckt, Helheim. Okay. Natürlich gleich mal Vasen kaputt machen. Das ist immer das Erste, was man macht, wenn man irgendwo eingeladen ist oder einen neuen Ort entdeckt. Nein, wir sind noch auf der Weltenreisebrücke. Dann zuerst mal alle Vasen kaputt machen. Über sie gelangen die Toten in ihr endgültiges Zuhause, die Stadt Helheim. Der Brückenwächter, der den Zugang überwacht, zu dem müssen wir. Folge einfach dieser Brücke, sie müsste uns direkt zu ihm führen. So, was liegt denn hier noch? Ich hatte gehofft, ist, glaube ich, auch nur Heilung, ja. Und sonst ist hier nichts. Ich könnte hier noch runter oder geradeaus. Hey, da kommen schon die ersten bösen Buben. Ja, na gut, was soll's. Hallo Leute. Du musst ja auch treffen und nicht daneben schießen. Und bam! Ach, ich liebe die Chaosklingen. Sie sind so schön. Verbrenne Hailstone mit dem Feuer deiner Klingen und mach uns den Weg frei. Ah, okay. Dieses Dornengestrüpp kann ich mit den Klingen zerstören.
Ach ja, stimmt. Und die kann ich natürlich auch noch extra ausrüsten. Meine Fresse, alles wieder neu. Okay, dann rauf damit. Okay, das machen wir jetzt aber noch nicht kaputt. So, gib mir das gute Hack. Ich würde jetzt noch gern einen Blick hier runter riskieren. Okay, damit kann ich noch nichts machen. Leider noch nicht. Okay, gut. Dann sind wir jetzt also in Helheim. Wir müssen den Wächter der Brücke finden, um an sein Herz zu kommen. Hopp, was ist denn da oben? Kann ich die eigentlich auch werfen? Ah, nicht so weit, aber ich habe zumindest eine Art Kettenangriff. Ist ja schön. Gut, okay. Was ich gerade sagen wollte, wer genau hier der Wächter der Brücke ist und was der mit uns anstellen wird, oder besser gesagt, wir mit ihm anstellen werden, erfahren wir in der nächsten Episode von God of War. Und bis dahin sage ich Tschüss, auf Wiedersehen und man sieht sich.